Salve a tutti, es ist Freitagabend, der 18. Oktober, wir haben 17.28 Uhr. In 2 Minuten wird der DAX fertig gerechnet mit dem Verfalltermin heute, aber da rechne ich nicht, dass jetzt noch irgendwie was wirklich Nennenswertes passiert. Am Mittwoch habe ich geschwänzt. Ich hatte echt keine Ahnung, was ich hätte sagen sollen. Die EZB vor der Tür und. Das wäre wahrscheinlich der kürzeste Film ever gewesen, so ein Short von 90 Sekunden. Also da habe ich einfach geschwänzt. Seht's mir nach. So, das ist der DAX heute hier und jetzt. Und wir sind bei im Moment 19.655. Er hat also nach wie vor die 20-Tage-Linie hier als Sprungbrett benutzt. Und die gilt jetzt, also nicht die 20-Tage-Linie hier. Und dieses Abspringen, das gilt jetzt hier für mich. Da sind wir bei 18.920. Das gilt jetzt für mich als erstmal wichtigster Support über den Tag hinaus. Die Wahl rückt näher. Morgens gewinnt der Trump, abends gewinnt die Harris. Das ist also ganz, ganz schwierig zu sagen. Also ich hoffe, das gibt ein deutlicheres Ergebnis, wenigstens mal von einem Prozentpunkt, als wieder so ein, wir müssen noch 2 Wochen nachzählen, Geschichte, wie das letzte Mal. Aber da ist noch nichts entschieden. Also definitiv nichts entschieden. Und das wird aber dann einen erheblichen Einfluss haben auf die nächsten Monate, wenn nicht gar Jahre. Dieser Punkt ist mir hier zu weit weg von dem momentanen Hoch. Und der DAX macht ja jeden Tag mehr oder weniger so ein All-Time-High. Und heimlich, still und leise, immer wieder kleckert er da hoch. Heute 0,39%, gestern war glaube ich auch nicht mehr oder nicht nennenswert mehr. Die Börsen rum, insbesondere Frankreich, bewegen sich also wesentlich hektischer, wesentlich. Und hier ist irgendwie das schläft hier ein. Ja. Und dann sehe ich auch immer wieder, dann wird es mal hochgekauft und sofort kommt wieder ein Abverkauf. Also es ist der DAX an sich, ich finde ihn relativ uninteressant momentan. In Einzelwerten ist mehr Musik drin, so möchte ich mal sagen. In Amerika ist heute mal die Netflix, dafür hatten wir es in Frankreich heute mal die LVMH und die Kering, die wurden auch heftigst verprügelt. Ich finde, in Einzelaktien macht es mehr Spaß. Wie auch immer, ich gehe mal näher ran. Ich kann hier alle möglichen Linien reinziehen, aber ich sehe keinen Grund dafür. Wir sind am oberen Band. Das ist soweit noch absolut alles in Ordnung. 20-Tage-Linie steigt weiter und ist jetzt bei 19.247 und steigt pro Tag so um die 20 Punkte an. Wird, falls wir da zurückkommen, weiterhin auch als Support dienen. Sollte die 20-Tage-Linie mit dem Tagesschlusskurs unterboten werden, dann rechne ich auch hier mit der 18.900. Aber im Moment ist es zu früh, irgendwie hier short zu gehen. Und für mich, ich kann jetzt hier auch nicht mehr long gehen. Also vor der Wahl werde ich den Index wahrscheinlich fast gar nicht mehr anfassen. Ich habe noch diese Optionsschein putzt auf September nächsten Jahres mit der Basis 19.300. Da mache ich mir aber nicht den Hauch eines Gedanken. Ich habe vorhin auch mal einen Schein gekauft mit der Basis 20.250, einen Put, einen K.O.-Put. Deswegen, ich nehme das jetzt mal hier schon mal kurz rein, weil da will ich was zu erklären. Ich werde euch diesen Schein hier zeigen. Das ist 19.994, hat im Moment einen Hebel von 54. Und da weiß ich ganz genau dann, oh mein Gott, was hat der Schlegel heute geraucht, dass der so einen Schein nimmt. Ich will das mal erklären. Gehen wir mal in den 4-Stunden-Einheit. Hier. Ich mache das, wenn ich solche Signale über die 4 Stunden habe. Das heißt, dass sie Stochastik wirklich deutlich brechen. Nicht so dran rumknabbern, sondern deutlich brechen. Das war hier. Das hat nicht so viel gebracht. 19.560 und dann ging er runter und seht ihr hier unten, wo er dann einen Touchdown macht bei der 20 wieder, 19.413. Aber da gibt es auch bessere. Hier zum Beispiel. Da war das auch so. Dann sind wir nämlich von 19.430 runter, bis wir das erste Mal berührt haben, hier so auf diesen ganzen Bereich hier. 18.950. Diese hochgehebelten Scheine, also wie der gerade eben, ich zeige Ihnen ja nochmal diese mit 54 Hebel, nehme ich nur dann, wenn die 4 Stunden mir was anzeigt, aber die 1 Stunde es einläutet, dann mache ich sowas. Weil die 1 Stunde ist natürlich schneller. Ich mache das nicht, wenn die Stunde schon hier unten ist und die 4 Stunden noch hier oben hängt, sondern ich mache es nur, wenn sie mehr oder weniger kongruent miteinander fallen. Dann mache ich sowas. Dann finde ich das ganz interessant. Und warum soll ich dann einen 21.000er nehmen? Dann gehe ich relativ flott ran, ja, also in diesem Fall an die 19.994. Für diesen Fall mache ich das. Das ist also definitiv keine Option, die man nimmt und dann eine Woche nach Mallorca geht. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Also das würde ich nie machen. Für sowas kann man dann eher einen Optionsschein nehmen.
Von den Supports nochmal 20-Tage-Linie 19.247, dann dieses Ding hier 18.917. Und damit es zu weit weg ist, schaue ich auch hier ganz gerne mal in die 4 Stunden rein und gucke mal, wo ist denn da ein anderes Zwischenlow? Und das habe ich hier dreimal bestätigt. Da sind wir bei 19.400 grob. Wenn wir also da drunter gehen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir auch diese Linie, die ihr gerade eben im Tageschart und hier auch nochmal seht, dass wir die sehen werden. Im Moment wäre dann sogar das untere 4-Stunden-Band gefährdet und 4-Stunden-Einheit ist die letzte Einheit, bei der ich da auf das Bollinger-Band schaue. Zurück zum Tag. So, sollte der gebrochen werden, haben wir eine ausgezeichnete Unterstützung bei 18.200, aber so weit will ich jetzt überhaupt noch nicht gehen. Ich glaube nach wie vor, dass vor der Wahl nichts Nennenswertes passiert. Der kann die 20.000 hier rausnehmen. Gottes Namen, haben wir es endlich hinter uns. Ja? Da können wir die T-Shirts drucken. Der kann aber von hier auch locker wieder seine 500, 600 Punkte fallen. Das ist für mich hier im Moment ein Non-Event. Wenn ich hier mal 100, 150 Punkte plus habe im DAX, dann schreibe ich mich von Schlegel. Aber ich schaue halt kaum drauf. Ich gucke halt lieber auf die Einzelwerte. So, und jetzt nochmal zu den Scheinen. So, komm her. Na, ja. Das sind die Scheine der letzten Woche. Ich persönlich finde halt einen Hebel 10 ein bisschen langweilig. Ja. Der hier tut schon eher 18.600, wenn ich der Meinung bin, dass er nochmal ein bisschen hochgeht. Das ist die eben beschriebene sehr heiße Kiste, aber die haben ihre Daseinsberechtigung. Ja, da stirbt auch mal einer. Aber ich finde, das ist in Ordnung unter den genannten Bedingungen, dass sowohl die Stunde als auch die 4 Stunden bei mir ein Verkaufssignal bekommen über den Oszillator. Ansonsten habe ich einen, der ist ein bisschen weiter weg. Ich will das dem DAX zugestehen, dass er auf die 20.000 gehen kann. Ja, habe ich kein Problem mit. Ich werde den nach da oben für die paar hundert Punkte oder 350 Punkte werde ich den nicht mehr handeln. Ich halte mich, was den Index angeht, ziemlich zurück. Ich finde, die Einzelwerte machen mehr Spaß. Ich weiß, ich hänge ein bisschen dran. Ich müsste einen Standpur-Film machen, Nasdaq-Film machen. Gold habe ich letzte Woche gemacht, aber ich bin momentan hier zeitlich so eingeschränkt. Ich kriege es momentan einfach nicht hin. Ja, aber ich gebe mir Mühe, dass ich da nochmal irgendwie was hinterher schiebe. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.